Mom, Shaurya hat recht. Wir sollten tun, was er möchte. Mehek, wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt? Du bist clever, Mehek. Du weißt immer genau, was zu sagen ist. Du schaffst es immer, die Leute mit deinen Worten um den Finger zu wickeln, oder? Dann sag mir doch bitte, was überhaupt dein Problem ist. Du bist sauer auf mich, egal ob ich zustimme oder nicht. Wenn ich dein Problem bin, dann sag es mir doch. Dann verschwinde ich eben. Arme Mehek, wie kann ihr Shaurya das nur antun? Mehek, was soll dieser Unsinn? Wenn du hier fertig bist, schließ ab und komm nach Hause. Mein Leben ist am Ende aus. Ich bin finanziell absolut ruiniert. Und sieh dir Ajay an. Er genießt das Leben, das ich mir aufgebaut habe. Mein Restaurant liegt im Herzen von Delhi, ist Millionen wert. Und du verschacherst es an meinen Widersacher, du Trottel! Shaurya, warum kritisierst du mich immer nur? Shaurya, wie redest du denn mit ihr? Sie ist deine Frau. Wenn du weiter so respektlos zu ihr bist, rede ich kein Wort mehr mit dir. Verstanden? Wenn ihr euch unbedingt streiten müsst, dann tut das zu Hause. Zu Hause? Ja. Meinst du etwa das Irrenhaus? Hör zu, ich will da nie wieder hin. Der Ort erdrückt mich. Und ihr lasst euch doch alle von Mehek beeinflussen. Sonst würdet ihr doch auch nicht mehr dorthin gehen wollen. Na gut, dann sag schon, was ist deine Lösung? Meine Lösung? Wir machen Schluss. Was sagst du jetzt? Hey, Shaurya, dann ist jetzt Schluss mit uns. Mehek? Zufrieden? Aber danke. Ich danke dir von Herzen. Wie bitte? Tja, gehen wir. Hey! Mehek, nicht weinen. Arme Mehek, wie gerne würde ich sie trösten und ihre Tränen trocknen. Wenn ich doch nur die Chance dazu hätte. Ich muss mich zusammenreißen. Wie komme ich nur auf solche Gedanken? Unser Plan geht bald in die nächste Phase. Wir sehen uns. Wo kommt jetzt das Wasser her? Was ist denn jetzt los? Und hat alles geklappt? Ja, Sir. Für dich. Kommen Sie bald zurück, Sir. Der Typ ist irre. Noch ein paar Tage. Wer ist da?
Wer ist da? Hey! Wer ist denn da? Mach die Tür sofort wieder auf! Hallo! Hey! Wir lassen ihn aber nicht zu lange da drin. Warum? Was ist? Hast du Mitleid mit ihm? Du hättest ihn fast geheiratet. Nur noch ein Weilchen. Er soll noch ein bisschen frieren. Oma! Bitte mach mir auf! Kein Netz! Mama! Aufmachen! Okay, na los, komm, geh jetzt. Los. Meg, das ist nicht fair. Seit 2 Tagen versuche ich, dich zu küssen. Sharia. Schon okay. Dann lass ihn raus, aber ich hau dann ab. Ich bin raus. Ich kann dich ohne Kuss nicht gehen lassen. Aufgehört. Es ist plötzlich so still geworden. Schau ja. Ich hätte nicht gedacht, dass er so ein Schwächling ist. Sobald ich von ihr abgehauen bin, lässt du ihn raus, okay? Okay, geh jetzt. Ajay? Bist du da drin? Ja. Ajay, bist du in Ordnung? Alles okay? Meg, danke, Meg! Du hast mir das Leben gerettet! Du bist ja jetzt... Komm, ich bring dich rüber zum Tisch. Komm, setz dich. Ich bring dir einen Tee. Ich wollte gerade eine Rikscha rufen, als ich deine Schreie aus dem Kühlhaus gehört habe. Dafür. Das hätte ich doch wirklich für jeden getan. Du bist so lieb. Meg,
Nicht dagegen. Ich täusche und betrüge. Ich bin kaltherzig, Meg. Aber nein. Ich hab dir so viel Schlimmes angetan. Und trotzdem hilfst du mir, Meg. Dankeschön, Meg. Danke dir. Taschentuch? Ajay, ist schon okay. Wirklich schön, dass du so dankbar bist. Schau mal hier, trink das. Bleib sitzen und trink, du fühlst dich gleich besser, okay? Ja, ich bin schon spät dran. Ich muss los. Meg, bitte bleib doch noch bei mir. Nein, du, es ist schon so spät. Du schaffst das schon alleine. Trink das hier. Na los. Bitte, Sir, halten Sie hier an. Wow, Mahek. Mahek, das war filmreif. Das hätte dir wirklich jeder abgekauft. So gut war das. Besser als Bollywood. Ach, ernsthaft? Pass auf, oder du fängst dir gleich eine. Warte ab. Hör jetzt auf. Was soll der denn von uns denken? Tut mir leid. Wirklich. Mahek, aber eines ist sicher. Nach dieser Nummer wird sich Ajay Hals über Kopf in dich verlieben, oder? Shaurya, genau davor habe ich Angst. An die Papiere kommen wir nur über ihn. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Merk, Alkohol. Das ist seine Schwäche. Alkohol löst seine Zunge. Weißt du noch, was er vor eurer Hochzeit gesagt hat? Erinnerst du dich? Aber wenn dir nicht gefällt, wie sie aussieht, warum heiratest du sie dann? Na, wegen des Geldes. 2,5 Millionen Rupien. Wenn ich das Geld habe, bin ich weg. Ja, das stimmt. Ich weiß, du hast Angst. Sobald du sein Vertrauen gewonnen hast, entspannt er sich. Und wenn er betrunken ist, verrät er dir, wo die Papiere sind. Ich verspreche dir, es wird alles gut werden. Shaurya, viel weiter kann ich mit Ajay einfach nicht gehen. Das war heute nicht leicht für mich. Bitte versteh das doch. Ich fühle mich so unwohl bei ihm. Ich kann das einfach nicht, Shaurya. Ach, Mahek, du sollst doch nur so tun, als ob. Du sollst ihn ja nicht wirklich zu deinem Mann nehmen. Es sei denn natürlich, du hast dich mittlerweile in ihn verliebt und möchtest dein ganzes Leben mit ihm verbringen. Ja, ja, das findest du wohl lustig. Findest du es lustig? Hör auf! Mahek und Shaurya? Es war 11 Uhr. Keiner war mehr im Restaurant. Du glaubst nicht, was dann passiert. Ich bin finanziell absolut ruiniert. Mein Leben ist am Ende aus. Und sieh dir Ajay an. Er genießt das Leben, das ich mir aufgebaut habe. Dann haben sie... Dann sag schon, was ist deine Lösung? Wir machen Schluss. Okay, Shaurya. Danke. Avara, bringen Sie uns die Chilischoten her. Oh, nee. Ich frage mich, wer dir etwas Böses will. Danke. Los, lassen Sie sie brennen. Avara, danke. Ajay, mach dir keine Sorgen. Ich bin noch für dich da. Mein liebes Kind, mein Kind, komm her. Ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe. Was riecht ihr denn so? Wir verbrennen Chili. Deshalb qualmt es hier so sehr.
bin mir sicher, dass jemand Ajay etwas sehr Böses will. Awache! Wasser! Wer will denn hier wem etwas Böses? Na, mir jemand! Ich wurde im Kühlraum eingesperrt und Mehek ist gerade noch rechtzeitig ge... Mehek? Was wollte die denn da? In unserem Restaurant? Sie hat auf eine Rikscha gewartet. Und sie ist sofort herbeigeeilt, als sie mich hat schreien hören. Es war reiner Zufall. Sie hat mir sogar einen Tee gemacht. Du bist wirklich süß, wenn du so einen Blödsinn redest. Warum sollte Mehek dich retten? Hast du denn etwas schon vergessen, was passiert ist? Du Göre! Mein Sohn redet keinen Blödsinn. Doch, das tut er. Und zwar, weil ich Mehek und Shorya eben zusammen gesehen habe. Sie fuhren zusammen Rikscha und flirteten miteinander. Das erzählst du doch nur, weil du eifersüchtig bist. Mehek war bei mir. Ich habe gesehen, wie sie gegangen ist. Und zwar allein. Wenn ich jetzt sage, dass das Blödsinn ist, wird deine Mutter wieder sauer sein. Habt ihr vielleicht mal daran gedacht, dass Shorya draußen auf Mehek gewartet haben könnte? Oh, Niki, den Blödsinn redest du hier. Weißt du etwa nicht, dass die beiden gerade im Streit sind? Shorya hat Schluss gemacht, ganz eindeutig. Ihre Ehe ist am Ende. Glaub mir das. Wenn Ajay sagt, dass sie alleine war, dann war sie alleine. Nur weil du böse bist, heißt das nicht, dass Mehek es auch ist. Ich dachte wirklich, ich hätte die beiden gesehen. Ich muss vorsichtiger sein. Mehek, geh nur. Ich komm nach. Wohin gehst du? Ich habe noch etwas zu erledigen. Geh schon mal vor. Hast du mit Shorya gesprochen? Piti, mach dir keine Gedanken. Wir beide kriegen das schon hin. Das wird schon wieder. Wir streiten uns ja häufig. Das ist eben sein Temperament. Ja, aber er verhält sich in letzter Zeit schon sehr komisch. Ich weiß, dass er sich schnell aufregt, aber er ist so dominant geworden. Hast du schon mit ihm gesprochen? Jetzt muss ich wieder lügen. Noch nicht, Pidi, aber bald. Hol ihn her. Ich rede mit ihm. Ich werde ihm sagen, dass er sich nicht immer mit dir streiten soll. Kanta hat damit völlig recht. Immer wenn ihr streitet, macht sich die ganze Familie Gedanken. Wir müssen euch dabei unterstützen. Ihr beide, bitte macht es ihm nicht so schwer. Hört zu. Versteht doch bitte, ja? Shorya ist nicht auf uns wütend, sondern nur auf sich selbst. Er gibt sein Bestes, dass wir so schnell wie möglich unser altes Leben wieder haben. Ich leg mich hin, ich bin müde. Aha, tu das. Hast du Hunger? Nein. Wo ist Shorya bloß hin? Lieber Gott, bitte mach, dass es nicht noch mehr Probleme gibt. Thank you.
Bitteschön. Ich danke Ihnen. Ich will die anderen einfach nicht mehr anlügen müssen. Wen willst du nicht mehr anlügen, Mac?